Ihr Lieben, heute schreiben wir den 15. Dezember 2020 und als Lied ist vorgesehen, hier wirklich auch bei den Losungen, Lied Nummer 13, Tochter Zion, die zweite Strophe. Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk. Gründe nun dein ewig Reich. Hosianna in der Höhe. Hosianna, Davids Sohn. Sei gesegnet deinem Volk. Ich hoffe, ihr habt mitgesungen zu Hause. Und singt es nachher noch weiter. Ja, es geht um die Verheißungen, die Gott dem König David gemacht hat und die sein Sohn, der neue König Salomo, dann erfüllt hat. Und der betet im ersten Buch der Könige, Kapitel 8, Vers 24, mit erhobenen Armen folgendes: So hast du an deinem Diener, meinem Vater David, gehandelt. Der heutige Tag ist Zeuge dafür, dass du dein Versprechen gehalten hast. Also bei der feierlichen Einweihung des Tempels betet der König Salomo und sagt: Du hast deine Zusage erfüllt. Du hast deine Zusage erfüllt, Gott. Der Tempel steht. Wir haben ihn bauen können mit gemeinsamer Hilfe und mit deinem Segen. Und wir wollen weiterhin dein Volk sein. Und Salomo sagt hier auch so schön: Er weiß, dass aller Himmel Himmel Gott nicht fassen können. Wie soll das da so ein in Anführungszeichen kleines Haus, wie soll das da der Jerusalemer Tempel tun? Häuser aus Stein können Gott keine Herberge geben, aber Gott wird darauf schauen. Also Gott ist größer als alles, was wir bauen und was wir uns vorstellen. Aber er wird schauen und wird sein Ohr herabneigen auf alle, die dahin kommen und ihn anrufen. Und das zweite Wort steht im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel, Vers 68 und 69. Und da heißt es, das war nämlich eben auch Predigtext für den dritten Adventssonntag: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David. Ihr habt wahrscheinlich schon gehört, eben bei der Predigt, das singt der alte Zacharias, der noch Vater geworden ist, obwohl er es nicht geglaubt hat, deswegen stumm sein musste. Und als der Sohn geboren ist und als es darum geht, ihn in den jüdischen Ritus hineinzubegleiten, als das Kind ein Tag alt ist, schreibt er auf ein Tontäfelchen den Namen Johannes, soll er heißen. Und dann löst sich die Fessel seiner Zunge und er singt dieses Loblied, dieses Geburtstagslied für seinen Sohn und sagt: Gelobt sei der Herr, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Gott hat wahrgemacht, er bleibt nicht im hohen Himmel, sondern er kommt immer wieder zu uns und bringt uns Glück und Heil. Und hier eben zum einen Johannes den Täufer, für den der Zacharias dankt, und natürlich auch Jesus Christus, dessen Vorläufer Johannes ja gewesen ist. Ihr Lieben, 9 Tage noch bis zum Heiligen Abend, der heuer auch anders sein wird wie vieles in diesem 2020er Jahr. Aber mit Gottes Hilfe werden wir auch Gutes darin finden, in all diesen Krisen, die wir zu meistern haben. Adieu.